Anfangsphase dieses Spiels sind die Salzburger zunächst an der Scheibe. Schöner Pass. Immer noch die Salzburger an der Scheibe. Schuss und abgewehrt. Schöner Safe des Goalies von den Partner Prag. Jetzt allerdings die Gäste an der Scheibe. Verlieren sie an die... Nein, sie bleiben immer noch dran. Und das gibt jetzt einen Versuch. Jetzt allerdings die Salzburger. Danken sich da ordentlich durch, sollten abziehen. Pass. Pass. Abgeblockt, kein Tor. Schuss und wieder herrlicher Save vom Gästegoalie. Aber die Salzburger geben nicht ab. Schuss. Und da hatte der Goalie der Gäste einiges Mühe, den Puck wegzuholen. Jetzt aber wieder die Salzburger. Immer noch die Salzburger. Schuss. Schuss und abgewehrt. Das bringt nicht wirklich was. Jetzt aber. Wir befinden uns im zweiten Drittel. Die Salzburger versuchen es mit einem Querpass. Schöne Kontermöglichkeit. Wackeln lange. Und Tor. Das war ein herrlicher Treffer für die Salzburger. Schön herausgespielt und keine Chance für den tschechischen Goal. Dann allerdings die Tschechen. Die Salzburger zunächst an der Scheibe verlieren sie an die Mannschaft des HC Sparta Prag. Schön herausgespielt. Das sind einige herrliche Szenen zu sehen. Jetzt aber die Tschechen, die einen Konter fahren. Kontermöglichkeit. Tauchen vom Tor von Philipp Zopf auf. Der erste Schuss geht noch neben das Tor. Und der zweite ist ein Tor. Der erste Treffer von insgesamt zwei an diesem Abend. Keine Chance für Philipp Zopf, da irgendetwas zu machen. Wir sind immer noch im Schlussdeckel. Die Tschechen an der Scheibe. Schuss geht allerdings daneben, denn die Verteidiger passen da sehr gut auf. Abgewehrt. Schuss. Und dieses Mal konnte sich auch Philipp Zopf im Tor auszeichnen. Jetzt aber. Die Salzburger versuchen es mit einem schönen Pass innerhalb der eigenen Verteidigungszone vorm Tor von Philipp Zopf. Ist nicht ganz ungefährlich. Aber wie gesagt, dieses Mal ist es ja noch gut gegangen. Jetzt allerdings die Tschechen. Immer noch das Gedränge. Das allerdings die Tschechen gewinnen. Schuss, aber der Puck geht nicht ins Tor. Salzburg gewinnt mit 4:2 gegen den HC Sparta.